Ein allerletztes Mal begrüße ich euch zurück zu Paper Mario Color Splash. Im letzten Part haben wir es ja den guten Bowser gezeigt und haben ihn ein für alle Mal besiegt. Und nun fehlt ja nicht mehr viel zur Vollendung der 100%. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon wieder die maximale Anzahl an Münzen mir nachgeholt. Oben links sieht man, dass ich die maximale Farbausbeute habe, 600. Und das war gar nicht mal so leicht. Das habe ich hier drüben gemacht beim, Moment. beim Kobalt-Kai. Da sind nämlich, da spawnen immer bei den Shy Guys goldene und silberne Shy Guys. Und deswegen ist es hier am leichtesten, diese, Hammerteile zu farmen. Und das war einfach so viel Aufwand, dass ich heute Abend sogar, also heute, ja, am Abend sogar davon geträumt habe, wie ich da weiterhin Hämmer gesammelt habe und sogar noch mitbekommen habe, wie dann der Counter von 600 auf 605 hochgestellt ist. Aber das ist nicht mehr möglich. Das war nur ein Albtraum von mir. Gut, uns fehlt ja noch eine Karte in der im Museum. Ich habe ja alle anderen Karten nachgeholt. Und die letzte Karte kriegen wir hier in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 8, die ja nach dem finalen Bosskampf sich eröffnet. Und deswegen werden wir uns diese nun auch holen. Ein allerletztes Mal. Willkommen in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 8. Ich bin Toad. Yay. Okay. Nur dann erneut wieder Tipps einholen. Hoppla, ich weiß wirklich nichts, mit welcher Karte du in Runde 1 rechnen musst. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die letzte Runde wird absolut Glück basieren und deswegen, ich bin gespannt, wie viele Versuche ich brauchen werde. Na dann, legen wir los. Diese Arena hat viele fähige Streiter. Kommen und gehen sehen, doch übrig geblieben sind nur die Besten der Allerbesten. Was sich so gleich hier abspielen wird, ist gewiss nichts für schwache Nerven, aber jeden Augenblick wird ein Moment für die Ewigkeit sein. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein und Papier. Ein letztes Mal, oh yeah. Die zum besten gefüllte Arena begrüßt ihre Schnuckstreiter. In dieser Ecke Meister Mamma Mia, dessen Fingerfertigkeit einen ganzen Sport revolutionierte, Mario. Und in dieser Ecke ein glitzernder Gladiator, an dem gegnerische Finesse wie Schmutzwasser abzuperlen scheinen. Silberner Shy Guy. Ja, genau, an euch habe ich die Hämmer gesammelt. Lass mich raten, in Runde 2 kommt dann der goldene Shy Guy. Na gut. Mit was fange ich an? Ach komm, wir fangen mit der Faust an. Was soll's, ne? Wir spielen den Stein und mal sehen, was geschieht. Das fängt gut an. 1000 Münzen für einen weiteren Versuch. Okay, so viele Fehlversuche darf ich mir dann vielleicht hier doch nicht leisten. Ja, wir spielen erneut die Faust. Wir hoffen, dass er vielleicht diesmal blöd ist. Oh yeah, immerhin. Runde 1 geschafft. Ich krieg meinen Einsatz wieder zurück. Das ist sehr schön. Und wir rücken weiter in Runde 2. Weiter geht's mit Runde 2. Mal sehen, wer diesmal in der Ecke steht. Er ist vielleicht ganz goldig, doch sein Mangel an Selbstvertrauen tut das absolut keinen Abbruch. Go, 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 goldener Shy Guy. Okay, der sieht ein bisschen seltsam aus. Nicht wirklich golden. Die Lichteinstrahlung macht ihn zu schaffen. Na gut, was spiele ich gegen dich?
Wir spielen das Papier. Keine Ahnung, ob das jetzt klug ist oder nicht, aber ne, wir können ja eh nur auf Glück schätzen. Oh yeah! Und ich wollte schon fast die Schere spielen. Einmal tief durchatmen. Der selbsternannte König von Schere, Stein und Papier steht kurz vor seiner Entthronung. Wie wird er sich dieser misslichen Situation nur entwinden? Meister Schnuck! Ich hab Angst! Komm schon. Irgendwie muss das möglich sein, dass ich das jetzt gewinne. Okay. Wir hatten noch keine Schere in der Arena. Ich weiß, du spielst das Papier. Jetzt mach's doch nicht so spannend, Kleiner. Unentschieden! Okay, ich hatte jetzt die Schere. Er hatte die Schere. Wenn er jetzt davon ausgeht, dass ich nochmal die... Nee, wenn er jetzt davon ausgeht, dass ich den Stein wähle, dann müsste er das Papier wählen. Das bedeutet, ich müsste nochmal die Schere wählen, um zu gewinnen. Gedanken lesen. Oh! Sehr schön! Es ist unglaublich, Meister Schnuck wurde geschlagen von Mario! Wenn es zu einem Unentschieden kommt, ist es eigentlich klar, dass man dann gewinnt, weil da muss man nur damit rechnen, was der Gegner jetzt als nächstes einsetzt. Ne, ihr habt verstanden, wie ich das gerade gemacht habe. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst als Belohnung einen großen Sack Münzen. Außerdem gibt es ein brandneues... Moment mal, du kriegst gar kein Auto. Nein, es handelt sich selbstverständlich um eine brandneue Karte. Einen großen Sack Münzen. 1000. Das ist wenig. Das war's auch schon, Leute. Ihr müsst noch nicht gehen, aber ihr könnt auch hier leider nicht mehr bleiben. Tschüssi. Genau, dasselbe könnte ich... Warte! Oh, Meister Schnuck möchte anscheinend noch ein paar Worte über uns verlieren. Mario, als wahrer König von Schere, Stein und Papier gebührt diese Krone dir allein. Meister Schnuck ist von heute an im Ruhestand. Meister Schnuck war also in Wirklichkeit ein Toad? Wer hätte das gedacht? Eigentlich habe ich mir das schon die ganze Zeit gedacht. Warte mal, fällt dir was auf, Mario? Es gibt mehrere? Es gab so viele Meister Schnuck! Tja, in jedem von uns steckt ein Meister Schnuck. Das war also zum Beispiel auch der Toad, der hier das Tor bewacht, war ein Meister Schnuck. Und der Typ hier war ein Meister Schnuck. Und der war ein Meister Schnuck. Und der da drüben war ein Meister Schnuck hier beim Café. Sieh mal einer an. Ja lol, der war ja wirklich ein Meister Schnuck. Da ist seine Hand. Interessant. Episch. Gefällt mir. Na dann. Ich glaube, ich spreche jetzt nochmal hier mit allen. Wow, du bist mein Held. Kann ich ein Autogramm haben? Nee, nee. Die sind ein bisschen stolz auf sich selbst. Ja, gut. Hier gibt es nichts mehr Interessantes und wie der Toad schon gesagt hat, falls euch jetzt eben das Finale nicht mehr interessieren dürfte, weil wir gucken uns halt jetzt noch alle Karten im Museum an, dann verabschiede ich mich von euch. Das war Paper Mario Color Splash, nicht wahr?
Und falls euch das jetzt doch noch interessieren dürfte, ne, der letzte Rest, dann dürft ihr gerne noch dabei bleiben und mit mir das Kartenmuseum genießen. Und natürlich auch noch den letzten Brief, den wir da jetzt gerade bekommen haben. Ab geht die Post! Ja dann, was für einen Brief haben wir bekommen? Jetzt dürften wir auch hier alle Achievements besitzen. Sehr cool. Na dann. Zuerst einmal möchten wir dir für die großartigen Duelle danken. Noch nie sind wir auf einen derart geschickten Gegner wie dich getroffen, Mario. Man muss tatsächlich zugeben, meine Schnick-Schnack-Schnuck-Arena-Kämpfe waren wirklich meistens sehr spannend, nicht wahr? Ich habe meistens immer versucht, den Gegner irgendwie so in eine Falle zu locken. Und meistens hat es sogar auch funktioniert, so wie eben jetzt hier beim letzten Kampf. Und wir mögen zwar geschlagen sein, doch stimmt es uns glücklich zu wissen, dass ein neuer Schnick-Schnack-Schnuck-König regiert. Die Schnick-Schnack-Schnuck-Welt verlässt sich von nun an auf dich. Werde den Erwartungen gerecht. Lebe lang. Lang lebe der König. Meister Schnuck. Oder die Meister Schnuck. Ja, es sind ja mehrere, die wir jetzt erfahren haben. Na dann. So, dann will ich mir noch gerne die Achievements ansehen, ob ich denn jetzt wirklich alle habe. Falls es jemanden interessieren dürfte, die Cooper-Karten, die man am Ende von der Arena bekommt, die sind 100 Euro wert tatsächlich. Also 100 Münzen wert, wenn man die verkauft. Und wir haben es geschafft. Alle Achievements. Die habe ich also zwischendurch gesammelt. Ich kann ja nochmal ganz kurz, Moment, da muss ich nochmal zurückgehen, nochmal ganz kurz sagen, was man denn für die machen muss. Eben hier alle 8 Schnick-Schnack-Schnuck-Typen besiegt. Meister Schnuckjäger, 8 Siege, Glückwunsch. Hier eben alles restaurieren. Das macht man, wenn man alle Farblosflecken findet. Farbenmeister, du hast 100% alle Farblosflecken auf der Insel Prisma eingefärbt. Dann super Kartenkäufer, du hast 200 Kampfkarten gesammelt. Das ist im Laden muss man 200 Karten kaufen. Dann Goldfieber, du hast 100.000 Münzen gesammelt. Ja, da man, nee, nicht 100.000, 10.000, da man aber nur 9.999, weiß ich, haben kann, muss man halt auch ein bisschen was ausgeben, aber das deckt sich halt und, ne? Schnippelmeister, du hast 100% ausgeschnitten, daran habe ich extrem lang gesucht, weil mir eben ein Luigi gefehlt hat. Und Meisterkämpfer, du hast 200 Exzellentangriffe ausgeführt, das dürfte sich, glaube ich, auch von selbst erklären. So, ich möchte auch nochmal ganz kurz zum Hafen gehen, weil ich glaube, ich habe da ein Boot gesehen. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Tatsächlich, hier ist ein Boot. Stand das schon immer hier? Oder steht das erst hier, seit ich das Spiel beendet habe? Naja. Man kann auf jeden Fall nichts mit dem Boot machen. Das war jetzt so meine Vermutung. Na, dann geht's jetzt ab ins Museum. Die warten ja schon sehnsüchtig danach, ihre letzte Karte zu bekommen. Und auch euch kann ich nur den Tipp empfehlen, die Karten erst danach zu sammeln, nachdem man den finalen Bosskampf besiegt hat. Denn dann ist es einfach 10.000 Mal leichter, an die Karten der Gegner ranzukommen. Dann droppt fast jeder Gegner einfach eine Karte. Sehr schön. Du hast dem Museum alle Sternkarten gespendet. Mario, mit dieser Spende ist nun unsere Kollektion an Standardkarten, Sternkarten und Dingskarten komplett. Oh yeah. Und damit haben wir wahrscheinlich auch ein neues Bild in der Galerie freigeschalten, nicht wahr? Gute Güte, Mario, du hast dem Museum ein Exemplar jeder bekannten Karte gespendet. Außerdem besitzen wir nun jedes Kunstwerk für die Gemäldegalerie, die jetzt ebenfalls vollständig ist. Und das ist noch nicht alles. Das Licht geht an. Endlich habt ihr das Geld dazu, die Heizungskosten zu zahlen oder die Stromkosten. Sämtliche Exponate sind nun vorhanden. Das Prisma-Museum ist damit vollständig. Ich danke dir, Mario. Bitte nimm dir etwas Zeit und sieh dir die Früchte deiner Arbeit an. Oh yeah.
Und die ersten Besucher sind auch schon hier. Ich hätte niemals erwartet, einen solchen Ort unter einem Lagerhaus zu finden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Na, ich weiß, wo ich anfangen soll, denn wir gucken uns zuerst die Standardkarten-Collection an. Hallöchen, was hast du zu sagen? Hier gibt es ganz viele verschiedene Karten. Na gut. Wir beginnen natürlich mit der allerersten Karte. Das wäre der abgenutzte Sprung. Führe einen ziemlich schwachen Sprung auf einen Gegner aus. Danach, abgenutzte Sprung mal 3. Führe einen ziemlich schwachen Sprung auf einen Gegner aus. Du hast insgesamt 3 Anläufe. Abgenutzte Sprung mal 5. Führe einen ziemlich blabli blub. Das kennen wir, nur diesmal einmal 5 Anläufe. Sprung. Führe einen ganz gewöhnlichen Sprung auf einen Gegner aus. Sprung mal 2. Führe einen ganz gewöhnlichen Sprung auf einen Gegner aus. 2 Anläufe. Gewöhnlicher Sprung. 3 Anläufe. Großer Sprung. Führe einen recht kraftvollen Sprung auf einen Gegner aus. Großer Sprung mal 2. Du hast insgesamt 2 Anläufe für einen kraftvollen Sprung auf einen Gegner. Und der riesige Sprung. Führe einen extrem starken Sprung auf einen Gegner aus. Das wären alle Sprungkarten. Gehen wir weiter zum Seriensprung. Führe einen ganz gewöhnlichen Sprung über alle Gegner einer Reihe aus. Bei perfekter Ausführung auch wieder zurück. Großer Seriensprung. Führe einen recht kraftvollen Sprung über alle Gegner einer Reihe aus. Bei perfekter Ausführung auch wieder zurück. Riesiger Seriensprung. Führe einen extrem starken Sprung über alle Gegner einer Reihe aus. Bei perfekter Ausführung auch wieder zurück. Hüpfpushen. Führe einen flinken Vielfachsprung mit bis zu 100 mit bis zu 10 Wiederholungen auf einen Gegner aus. Hüpfpushen mal 2. Führe 2 flinke Vielfachsprünge mit jeweils bis zu 10 Wiederholungen auf je einen Gegner aus. Hüpfpushen mal 3. Führe 3 flinke Vielfachsprünge mit jeweils bis zu 10 Wiederholungen auf je einen Gegner aus. Sag das mal 10-mal hintereinander. Ach du Scheiße, das ist ja ein richtiger Zungenbrecher. Führe einen flink und recht kraftvollen Vielfachsprung mit bis zu 10 Wiederholungen auf einen Gegner aus. Großer Hüpfpushen ist das. Und dann haben wir natürlich noch den riesigen Hüpfpushen. Führe einen flinken und extrem starken Vielfachsprung mit bis zu 10 Wiederholungen auf einen Gegner aus. Eisensprung. Führe einen ganz gewöhnlichen Sprung aus, ohne Schaden zu nehmen, selbst wenn der Gegner Stacheln trägt. Gut, da haben wir halt dann noch den 2-mal Eisensprung. Ich glaube, das brauche ich nicht jedes Mal vorlesen, oder? Sonst sitzen wir hier noch morgen da. Und den 3-mal Eisensprung. Sowie den großen Eisensprung. Und den riesigen Eisensprung. Der Bohrsprung. Springe mit ganz gewöhnlicher Bohrkraft auf einen Gegner mit oder ohne Stacheln. Trifft bei guter Ausführung auch andere Gegner. Davon gibt es nur 2. Der nächste ist der große Bohrsprung. Ist einer der coolsten Sprünge meiner Meinung nach. So wie eben in Paper Mario Sticker Star der Sprung, mit dem man unendlich auf einen Gegner springen konnte. Also ich glaube, es gab schon ein Limit. Ich glaube, 100 war das Limit, aber wenn man das eben mit dem Radio verbunden hat, mit dem man den Damage erhöht hat und noch weiteren Karten, mit denen man den Damage erhöht hat, war das schon mega OP und mega episch, das dann auch beim finalen Boss einzusetzen. Abgenutzter Hammer. Greift einen Gegner mit einem ziemlich schwachen Hammerschlag an. Trifft bei guter Ausführung auch andere Gegner. Dasselbe gibt es auch in dreifacher Ausführung. Sowie wie beim Sprung in fünffacher Ausführung. Hammer. Greife einen Gegner mit einem ganz gewöhnlichen Hammerschlag an. Hammer mal 2. Hammer mal 3. Großer Hammer. Großer Hammer mal 2. Riesiger Hammer. K.O.-Hammer. Greife einen Gegner mit einem ganz gewöhnlichen Hammerschlag von der Seite an. Trifft bei guter Ausführung auch andere Gegner. Großer K.O.-Hammer. Riesiger K.O.-Hammer. Hochhammer. Greife einen Gegner mit bis zu 5 ganz gewöhnlichen und flinken Hammerschlägen an. Hochhammer mal 2. Hochhammer mal 3. Großer Hochhammer.
Großer Hochhammer mal 2. Riesiger Hochhammer. Hochhammer, ja. Wow. Jetzt kann ich schon nicht mal mehr aussprechen. Wurfhammer. Wirf einen Hammer in die Luft, der auf einen Gegner herabsaust und bei guter Ausführung über hinter ihm stehende Kameraden hüpft. Den gibt es auch in zweifacher Ausführung. Natürlich auch in dreifacher Ausführung. In großer Ausführung. Und in riesiger Ausführung. Feuerblume. Feuerhammer, Entschuldigung. Entfacht bei Kontakt eine Stichflamme, die bei guter Ausführung allen Gegnern Brandschaden zufügt. Auch eine der epischeren Karten. Schade, dass es davon nicht mehrere gibt. Feuerblume. Wirf mit guter Ausführung bis zu 4 Feuerbälle auf eine Reihe von Gegnern. Auch in großer Version. Eisblume. Wirf bei guter Ausführung bis zu 4 Eisbälle auf eine Reihe von Gegnern. Auch in großer Version. Powerblock. Lässt die Erde beben und fügt Gegnern Schaden zu. Gute Ausführung erhöht den Schaden und zerknüllt die Gegner. Pilz. Damit geht's dir gut. Das perfekte Mittel, wenn dir fast schwarz vor Augen wird. Versteht er? Schwarz, weil schwarz die Farbe des Todes ist und auch in diesem Spiel schwarz eine böse Farbe war und... ja. Damit geht's dir besser. Nach der Einnahme sieht alles gleich viel rosiger aus. Damit geht's dir bestens. Diesen Pilz brechen für dich goldene Zeiten an. One-Up-Pilz füllt deine Farbreserven auf und ist auch noch zeitlos elegant. Der Schweif. Kontraattacken des Gegners mit dem Schwung deines Schweifs nur so lange aktiv, bis du Schaden nimmst. Der Pickelhelm. Kontraangriffe aus der Luft bei guter Ausführung mit höherem Schaden nur so lange aktiv, bis du Schaden nimmst. Und auch der Froschanzug. Überspringen die Angriffe deiner Gegner bei guter Ausführung sogar komplett. Nur so lange aktiv, bis du Schaden nimmst. Damit hätten wir tatsächlich alle Karten gesehen. Bei den normalen auf jeden Fall. Und dann machen wir weiter mit, wie man hier sehen kann, die Schergenkarten-Collection. Was wartet hier auf mich? Diese Kartensammlung ist toll. Das weiß ich. Die hat auch sehr viel Mühe. Sehr viel Mühe habe ich hier reingesteckt. Dann gehe ich mal hier ganz zurück. Hier hätten wir als erstes den roten Shy Guy. Marschiert los und knufft einen Gegner. Dasselbe in grüner Ausführung. In blauer Ausführung. Gelber. Und rosaner. Mit denen würde ich gerne knuffen. Roter Schlürfer-Guy schlürft Farbe aus seinem Gegner und füllt sich selbst ganz ungeeignützig ein paar KP auf. In blau. In gelb. Das war's auch schon. Keine grünen und keine pinken. Roter Peaks-Guy rutscht mit seinem Pickland direkt in einen Gegner hinein. Dasselbe in grün. Dasselbe in blau. Dasselbe in gelb. Und dasselbe in rosa. Roter Roller-Guy überrollt die gegnerischen Reihen komplett. Dasselbe in grün. Dasselbe in pink. Sombrero-Guy wirft mit seinem Hut nach einem Gegner. Ganoven-Guy schlürft Farbe aus einem Gegner. Wird dieser besiegt, landet er vielleicht sogar als Karte in deinem Inventar. Ja, mit denen kann man die Gegnerkarten sehr leicht sammeln. Nur ich glaube, nachdem man den Bowser besiegt hat, spawnt der gar nicht mehr auf der Overworld aus dem Grund. Ja. Wird's dann doch wieder ein bisschen schwierig. Goomba springt auf einen Gegner nicht mehr und springt auf einen Gegner nicht mehr und nicht weniger. Paragumba stürzt sich ohne Rücksicht auf Verlust auf einen Gegner herab. Knochengumba springt kopfüber auf einen gegnerischen Kopf. Koopa zieht sich in seinen Panzer zurück, nur um gleich darauf durch die Reihen deiner Gegner zu wirbeln. Paracoopa zieht sich in seinen Panzer zurück, nur um gleich darauf durch die Reihen seiner Gegner zu wirbeln. Sind die Flügel ab, geht das aber nur am Boden. Flap Flap stößt wie ein Raubvogel auf seine Gegner herab.
Cheep Cheep. Schießt einen Wasserpfeil auf einen Gegner, der sich gewaschen hat. Funktioniert aber nicht bei hochfliegenden Gegnern. Blooper schießt einen Wasserpfeil auf einen Gegner, der sich gewaschen hat. Spike wirft eine stachelbewehrte Eiskugel in die gegnerischen Reihen. Autsch! Knochentrocken schmettert einen seiner Knochen auf einen Gegner. Buhu, nach einer schüchternen, anmutenden Annäherung an einen Gegner erhält dieser wie von Geisterhand einen gar mächtigen Schlag. Gratterich stürzt sich auf einen Gegner, als hätte dieser ihm ein Stück Käse geklaut. Ninji, dank seiner perfektionierten Ninja-Sprungtechnik überrumpelt er seinen Gegner mit nahezu lautloser Präzision. Präzision, so. Scheinbar völlig verwirrt stürzt er sich auf seinen Gegner, der Fuzzy. Und weiter geht's mit den Sniffits. Spuckt ein einziges Geschoss auf einen einzigen Gegner. Dasselbe in grün, oder? Ja. Dasselbe in blau. Dasselbe in gelb. Und wer hätte es anders erwartet? Dasselbe in rosa. Roter Schlürfer-Sniffit schlürft Farbe aus seinen Gegner und füllt sich dabei einfach selbst mal ein paar KP auf. Dasselbe in blau. Dasselbe in gelb. Und das war's auch schon. Roter Peak-Sniffit bespuckt einen Gegner mit drei Geschossen. Die sind relativ stark sogar. Dasselbe in grün, blau, gelb und rosa. Stachy zieht sich in seinen Panzer zurück, nur um gleich darauf mit dessen Stacheln tiefe Lücken in die gegnerischen Reihen zu reißen. Käfer zieht sich in seinen Panzer zurück, nur um gleich darauf aller Macht die Gegner zu rammen. Mit aller Macht, okay. Pickelkäfer zieht sich in seinen Panzer zurück, nur um gleich darauf mit aller Macht die Gegner zu rammen. Rocky Schraubenschlüssel wirft einen Schraubenschlüssel auf einen Gegner. Pokey lässt sich mit einem Lächeln im Gesicht auf einen Gegner fallen. Grüner Pokey, dasselbe wie beim Gelben. Bob-Omb marschiert auf einen Gegner zu und explodiert. Boom! Hothead wirft sich auf einen Gegner, der daraufhin ganz schön in Schwitzen gerät. Feuerpiranha speit einen einzelnen Gegner einen Feuerball ins Gesicht. Flora Morgenstern schießt seinen gewaltigen Pieksball auf den erstbesten Gegner. Dino Reno stürzt ganz gemächlich auf einen einzelnen Gegner zu. Schade, dass er nicht seinen Feueratem benutzt. Das hätte ich mir eher erwartet. Hammerbruder bewirft einen Gegner mit einem Hammer. Boomerangbruder lässt einen Boomerang in Richtung der gegnerischen Truppen sausen. Ob er zurückkommt, scheint ihm mir völlig egal zu sein. Feuerbruder wirft einen Feuerball auf einen Gegner, eine heiße Angelegenheit. Eisbruder wirft einen Eisball auf einen Gegner, auch wenn man das eigentlich nicht machen soll. Aber Feuerbälle schon? Jonglierbruder, obwohl er sich damit seiner Lebensgrundlage beraubt, bewirft er einen Gegner mit einem Hammer. Zirkusbruder lässt einen Boomerang in Richtung der gegnerischen Truppen sausen. Sein Zirkushut scheint dabei überhaupt keine Rolle zu spielen. Vorschlagbruder lässt den Boden erbeben und fügt allen Gegnern Schaden zu, die sich gerade nicht in der Luft befinden. Und dann kommen wir auch schon zu den Bosskarten. Kamek hat für jeden Gegner das richtige Maß seiner ganz speziellen Magie parat. Und nicht zu vergessen, die Cooperlinge morden, wenn Gegner bemerken, wie sein Schatten auf sie fällt, ergreifen sie schlagartig die Flucht. Iggy, das Grinsen vermag nicht von den Reißzähnen abzulenken, deren Augenanblick alle Gegner panisch die Flucht ergreifen lässt. Ludwig, sein imposantes Auftreten ist der klassische Ansatz aller Gegner, in die Flucht zu jagen. Wendy provoziert mit überdimensioniertem Modeschmuck bei allen Gegnern akutes Fluchtverhalten. Larry, seine extravagante Persönlichkeit reicht aus, um alle Gegner in die Flucht zu jagen. Lemmy, man könnte meinen, es sei schon etwas her, dass ein Irokesenhaarschnitt alle Gegner in Angst und Schrecken versetzen konnte.
Und zu guter Letzt natürlich noch unser guter Roy, den wir gerade eben bekommen haben. Allein der Anblick seiner Sonnenbrille lässt die Gegner panisch die Flucht ergreifen. Und natürlich, die Festung des schwarzen Bowsers fällt vom Himmel herab und macht alles platt. Die Animation von der Karte ist sogar mega episch. Nur, ja, die werde ich euch nicht zeigen. Da gibt es auch genug Videos auf YouTube. Das könnt ihr euch gerne mal selbst reinziehen. Überlasse ich euch. Weiter geht's mit den Dingskarten. Ich glaube, da ist sogar immer die Animation dabei. Wir gucken einfach mal. So lebensecht, nicht wahr? Aber immer doch, mein kleiner Toad. Tatsächlich, hier ist immer die Animation dabei. Feuerlöscher zuerst. Spielt eine Kohlendioxidwolke, die jede Flamme erlöschen lässt. Dings ansehen? Sehr cool. Und man kann sich auch die Karte ansehen. Und wie sieht der Test aus? Ich muss die auch noch einfärben. Oh, aber ich verliere keine Farbe. Okay, das ist sehr nett. Es wäre cool, wenn einfach direkt die Animation startet, weil so dauert das ewig, bis wir alles gesehen haben. Aber okay, dann dauert es halt ewig. So sehen wir wenigstens nochmal alle Dingskarten in Aktion. Ah, nur Spitze diesmal. Schade, schade. Den haben wir aber im Let's Play sogar relativ oft gesehen. Der ist also nichts Atemberaubendes mehr. Weiter geht's mit dem Ventilator. Sorgt bei Hochgeschwindigkeitsrotorblättern für beachtlichen Wind. Haben wir zwar auch im Let's Play relativ oft gesehen, aber komm, wir machen 100% und deswegen gucken wir uns das jetzt hier auch nochmal in Action an. Das wird sowieso ein Part, der über eine Stunde geht. Ich rechne sowieso mit nichts anderem. Und deswegen, ja. Ne? Um hier eben das Exzellent zu erzielen, müsste man jetzt wie bekloppt A spammen, aber komm, für was soll ich mich anstrengen? Für ein paar nervige Goombas? Nee. Habe ich keinen Bock. Ich drück halt ein bisschen, ne? Vielleicht wird sogar ein Exzellent. Nee, nur ein Super. Okay. Nicht so wild. Ist aber auch eine epische Animation. Besonders wie sich dann die Erde so mega schnell dreht. Das möchte mir gar nicht vorstellen, wie schnell da Tag und Nacht hin und her wechseln wird. Pümpel, eines jeden Klempners Lieblingswerkzeug, das auch der größten Verstopfung den gar ausmacht. Ich glaube, die Animation haben wir tatsächlich noch gar nicht gesehen. Deswegen bin ich da jetzt mal sehr gespannt, wie das denn jetzt aussieht. Ah doch, das haben wir schon mal gesehen. Aber da könnt ihr euch auch gerne nochmal jetzt hier zurückerinnern an die ganzen alten Let's Play Parts, nicht wahr? Wäre interessant, ob sich vielleicht der ein oder andere da noch an eine schöne Stelle im Let's Play erinnert. Zitrone, es sorgt unweigerlich dafür, dass Gegner so richtig sauer auf dich werden. Jetzt habe ich aus Versehen direkt den Kampf gestartet. Eigentlich wollten wir uns ja zuerst das Dings angucken. Aber okay, dann starten wir halt direkt den Kampf. Ist aber auch cool, wie der Hintergrund dann auch immer die Karte noch drin hat, die wir uns gerade angeguckt haben. Ja, hier muss man eben A drücken, wenn es anfängt zu vibrieren. Glückskerze, Katzenstatue, die von der Spitze eines tiefroten Turmes Glückseligkeit verkündet.
Und da winkt auch oben tatsächlich schon das Handbuch, denn da ist ein witziges Gimmick im Handbuch zu der Dingskarte reingeschrieben. Und ja, wie gesagt, das könnt ihr euch gerne selbst mal durchlesen, wenn ihr das Spiel besitzen dürft. Wir gucken uns jetzt hier zwar alle Karten an, aber das Handbuch, das möchte ich dann doch nicht vorlesen. Das ist, ne? Das wird dann schon in eine Richtung gehen. Zu ausführlich. Aber die Animation haben wir tatsächlich noch nie gesehen. Na gut, sie ist zwar sehr bekannt. Ich glaube, die kennt man aus so gut wie jedem Trailer. Und deswegen ist das nichts Atemberaubendes mehr. Aber trotzdem, in meinem Let's Play hat man sie noch nie gesehen, die Animation. Sparschwein, das enthaltene Kleinge... Was? Das enthaltene Kleingeld kann man nach dem Aufbrechen sogleich in den Erwerb des Folgemodells investieren. Alles klar. Auch die Animation dürfte man wahrscheinlich schon kennen, wenn man auf YouTube aktiv ist. Das sieht man relativ oft. Aber ich werde jetzt auch nicht spoilern, was gleich geschehen wird. Das ist nämlich eine mega coole Animation, die das Sparschwein besitzt. Haben wir aber in meinem Let's Play auch noch nie gesehen. Knochen, rundliche Haustiere mit scharfen Zähnen fahren völlig darauf ab. Katharinchen halt. Und auch die wird im Kampf herbeigerufen, wenn man den Knochen im Kampf einsetzt. Den haben wir ja bei dem Bosskampf im goldenen Colosseum gebraucht. Deswegen ist auch der nichts mehr Neues. Trotz all dem gucken wir uns die Animation einmal an. Wir wollen ja keine Karte vernachlässigen, nicht wahr? Flaschenöffner nutzt das Prinzip des Hebels, um Flaschen von Korken zu befreien. Die Animation kennen wir bereits, denn Kamek hat ja einmal meine kompletten Karten in so einen Flaschenöffner verwandelt. Deswegen kennen wir die schon. Kriege ich vielleicht eine Exzellentin tatsächlich? Hier muss man halt im richtigen Moment A drücken. Eispickel mit der spitzen, zulaufenden Spitze wird gefrorenes Eis in glasgerechte Portionen portioniert. Was für ein Wort. Und von Seite 1 das letzte Dings. Die Ballons lassen nicht nur Objekte, sondern auch die Stimmung steigen. Meistens genutzt bei Geburtstagspartys.
Haben wir ja auch für einen Bosskampf gebraucht, deswegen dürfte auch das keine Überraschung mehr sein, was jetzt gleich geschehen wird. Aber wir setzen es trotzdem mal ein. Na, wobei, es kommt mir sogar relativ neu vor. Kann es sein, dass die Ballone beim Bosskampf einen anderen Effekt, also dass die eine andere Animation hatten, als jetzt hier, wenn man die so im Kampf einsetzt? Wir sind auf jeden Fall auf Seite 2 angekommen. Die Teekanne kommt kurioserweise auch bei Kaffeekränzchen zum Einsatz. So, und jetzt drücke ich mal hier Test. Weil mich interessieren würde, ob das jetzt zur Karte wechselt oder... Okay, es wechselt wieder zur Karte. Schwebt nicht dann das Ding ist im Raum herum. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Auch die Animation kennen wir bereits. Da wird einfach heißes Wasser über die Goombas gegossen. Schöner Früchtetee. Tut weh. Die... Moment, du musst wieder rein. Genau. Die Rübe verlässt das Erdreich nur unter Einsatz von Händen und mit einem kräftigen Hauruck. Das kennen wir bereits. Sind das die Sprüche, die auch beim Dings dabei gestanden haben, wenn man das Dings eingesammelt hat? Es wirkt gerade so ein bisschen danach, nicht wahr? Dann hätte ich die ja gar nicht vorlesen müssen, wenn... wir ein Dings aufgesammelt haben, wenn ich die jetzt sowieso wieder vorlesen muss. Naja. Was soll's. Auch die Animation kennen wir bereits, oder? Ich weiß nicht, habe ich die Rübe mal eingesetzt im Kampf? Die Animation hat für mich jetzt doch sehr neu ausgesehen. Sofortbildkamera. Ein Klassiker und Dauerbrenner der Hobbyfotografen damit... was? Der Hobbyfotografen. Damit wird das Foto zum echten Anbild. Kennen wir auch. Macht ein Foto von Mario. Welches dann... als Schutzschild dient. Habe ich auch zum finalen Boss mitgenommen. Ist leider nicht zur Verwendung gekommen. Was soll's. Nicht wahr? Oh yeah! Na, dann greift mal schön Mario an, nicht wahr? Autsch! Hey! Was soll das denn? Habe ich jetzt Schaden davon getragen? Keine Ahnung. Becken, extremst schweres Badezubehör, bekommt man es auf den Kopf, geht man garantiert K.O. Gut, Mario ist jetzt nicht wirklich K.O. gegangen, hat nur 90 Schaden davon getragen, aber ich glaube, das bezieht sich auch eher auf den Gegner, nicht wahr? Den wir im Vulkan getroffen haben. Doch wie sieht die Animation von diesen Dings im Kampf aus? Schnell und einfach. Alles klar. Warum auch alles so umständlich machen, nicht wahr? Batterie. Eine der wohl coolsten Animationen. Und da oben flimmert auch schon wieder die Bedienungsanleitung. Enthält genug Energie, um damit kleinere Haushaltsgeräte zu betreiben. Denn tatsächlich, das kann ich euch mal ganz kurz erzählen, im Handbuch wird jetzt hier stehen, der Spruch, der bei der Batterie abgelassen wird. Also da kommt ja dann so ein seltsamer Spruch. Der soll tatsächlich was Deutsches bedeuten. Also es ist keine Fremdsprache, die hier gesprochen wird, Griechisch oder was auch immer. Weil es halt so ein bisschen griechisches Setting hat, glaube ich, oder? Ja, doch. Aber der Spruch, den man eben hier hört, der soll tatsächlich ein deutscher Satz sein. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Das steht auch in der Anleitung. Interessiert mich aber auch gerade nicht. Der Kompass!
führen angeblich verirrte Reisende zurück auf den rechten Weg. Kurz und knapp. Und lass mich raten, im Kampf hilft er mir einfach nur bei der Flucht vor den Goombas, oder? Wie muss ich das verstehen? Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt mit 0 KP, also mit genau 3 KP in die Arena geht und dann der eine Goomba auf einen zuspringt und man 3 KP Schaden bekommt? Das wäre witzig. Ach genau, das ist die UFO-Animation. Ich erinnere mich. Ich glaube, die habe ich mal privat eingesetzt. Ja, wow. Okay. Ich dachte, die saugt jetzt vielleicht noch so die Gegner ein und entführt sie auf einen fremden Planeten, aber nee. Der Korken verhindert das Entfleuchen von Flüssigkeiten und Kreaturen aus ihren Löchern. Ich glaube, den Kompass habe ich mal eingesetzt bei einem Kampf gegen den Schlürfgeil. Problem war halt dann, dass ich die Karte nicht bekommen habe und der Schlürfgeil sogar der Stage eine ganze Menge wegsaugen hat können, weil weil ich halt geflohen bin dadurch und damit zählt das nicht als besiegt und deswegen hat der Schlürfgeil seine Arbeit machen können. Das war jetzt eine witzige Animation, die hat mir gefallen. Waschmaschine dreht Kleidung so lange im Kreis, bis dem Schmutz darauf schwindelig wird und er erschöpft das Weite sucht. Die Waschmaschine sieht tatsächlich in der amerikanischen Version anders aus. Von Paper Mario. Hat aber, glaube ich, dieselbe Animation. Nur, dass in Amerika wahrscheinlich... Ich weiß nicht, warum die in der amerikanischen Version anders aussieht. Ich nehme einfach mal stark an, weil in Amerika die Waschmaschinen anders aussehen. Das sieht man ja auch relativ oft bei Big Bang Theory, die falschen Waschmaschinen. Oder die amerikanischen Waschmaschinen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die dieses Design von unseren Waschmaschinen gar nicht kennen. Und deswegen haben die halt dann ein anderes Design bekommen. Und wir auch, weil wir wahrscheinlich das Design von den Amerikanern nicht kennen. Oder die kleinen Kinder halt noch nicht. Und ja. Ganz simpel. Glühbirne. Bringt elektrisches Licht ins Dunkel und schränkt das Sehvermögen von Sonnenbrillenverächtern ungemein ein. Hätten wir vielleicht auch mitnehmen können zu einem Cooperling, der eine Sonnenbrille trägt. Ist eigentlich noch jemand hier? Guckt noch irgendjemand zu? Wäre interessant zu wissen. Ob ich das jetzt hier für mich alleine mache oder ob da draußen auch Leute sind, die das noch irgendwie interessieren könnte, was ich hier mache. Salz und Pfeffer wird eingesetzt, um den Geschmack von Speisen zu verbessern und stolze Köche auf die Palme zu bringen. Habe ich mir ja zuerst gedacht, das sind so Schachfiguren. Gab's nicht zufällig schon Schachfiguren in Paper Mario Sticker Star? Ich habe da irgendwie sowas in Erinnerung, dass es in Sticker Star irgendwie eine Schachfigur gab. Aber langsam aber sicher wiederholen sich auch die Settings, nicht wahr? Oder bin ich da der Einzige, der Meinung ist? Wir sind auf jeden Fall auf der letzten Seite angekommen und da sind es gar nicht mehr so viele Dingse. Verhindert Nahrungsmittel eine appetitliche... verleiht Nahrungsmittel eine appetitlich braune Farbe und einen brenzlichen Geschmack? Der Grill. Auch den haben wir zwar erst im letzten Part gesehen, beim finalen Bowser-Boss-Kampf, aber schadet ja nicht, nicht wahr? So haben wir wenigstens einen 100%-Part hier, wo man alles nochmal gesehen hat. Sehr cool.
Und man sollte ja auch stolz daraus sein, wenn man hier die komplette Galerie vollendet hat, nicht wahr? Weil es ist gar nicht mal so eine leichte Arbeit, das hier alles zu vollenden. Megafon, wundersames Gerät, das Geflüster in Geschrei und Geschrei wiederum in akustische Naturereignisse umwandelt. Warum jetzt hier die Bedienungsanleitung blinkt, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Genau, ich weiß wieder warum. Da kann man nämlich ins Mikrofon von vom Video Gamepad brüllen und dann wird der Angriff dadurch stärker von dem Ding. Das probieren wir jetzt auch einfach mal aus. Komm, warum nicht? Wo ist das Mikrofon? Ich sehe es nicht. Lol, man hört mich. Cool. Ja, gut. 5. Schreibt man denn nicht mit stummem H? Nicht nur zum Trocknen von Frisuren, sondern auch zum Schmelzen einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Ich glaube, jetzt kommen so langsam die Dingsobjekte, die man noch überhaupt nicht gesehen hat. Das Megafon setzt man ja auch eher selten ein. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein Dingsobjekt, was irgendwie den Angriff von Mario pusht. Das wäre cool gewesen. So wie eben der Radio in Paper Mario Sticker Star. Da haben wir ja hier gar nichts. Wir haben zwar den Fotoapparat als Ersatz des Schwamms. Aber jetzt sowas den Angriff pusht, haben wir gar nichts. Oder habe ich einfach nur irgendwas übersehen? Vielleicht die Lupe. Kann mehr oder weniger kleine Objekte vergrößern, aber auch auf recht gemeine Art und Weise ankokeln. Ist auch cool, wie der Effekt bei der Lupe sogar im Museum wirkt, während sich das so dreht. Die haben wir ja relativ oft gebraucht, ich glaube 3 Mal oder so. Aber die Animation von der Lupe kenne ich auch schon. Traurigerweise. Die habe ich letztens erst auf YouTube gesehen. Da habe ich mir ein bisschen spoilern lassen. Ob das jetzt als Angriffs-Upgrade für Mario gilt? Ich denke nicht. Ist halt wie ein stinknormaler Angriff. Nehme ich an. Die finalen 3 Dingse. Der Hammer. Dank seines Stahlkopfs ist dieser Hammer Marios herkömmlicher Variante überlegen und kann zur Zerstörung riesiger Felsbrocken eingesetzt werden. Oder auch zur Zerstörung kleiner nerviger Goombas. Das wird, glaube ich, jetzt wehtun. In deren Haut will ich jetzt nicht stecken. Muss ich hier A drücken? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Hat nicht mehr richtig getroffen. Die Blockflöte. Dieses Instrument können Melodien entlockt werden, die einen wahrhaft erhebenden Hörgenuss garantieren. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob da vielleicht ein Easter Egg zu super... Moment, steht da hinten auf der Flöte Mario? Tatsächlich, da ist der Name Mario eingeritzt worden. Cool. Wahrscheinlich steht auf jeden Dings irgendwo Mario. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen. SMB3 Easter Egg? Ist auf jeden Fall eine SMB3 Mucke. Jetzt am Anfang, wo die eine Blockflöte alleine Töne von sich gegeben hat, hätte ich gedacht, das ist Zelda. Tatsächlich, aber nee, ich glaube, das ist SMB3 gewesen.
Und das letzte Dingsobjekt, die Disco-Kugel. Wenn dieses Relikt vergangener Zeiten auf die Tanzfläche ruft, kann einfach niemand widerstehen. Wenn du Scan war. Ab geht's, ein letztes Mal in den Kampf. Und damit hätten wir uns alle Dingskarten, alle Scherenkarten, alle Standardkarten und sogar die Animationen der Dingskarten alle angesehen. Ein mega langer Part und er ist noch nicht vorbei, denn wir haben immer noch etwas, was es zu erledigen gibt. Das macht doch die Gegner nur erschöpft, oder? Ja. Nichts wirklich Interessantes. Gut, dann hätten wir es geschafft. Alles. Ich habe euch alles gezeigt, bis auf die Bedienungsanleitung. Die werden wir uns aber auch nicht angucken. Wie gesagt, das zählt für mich nicht so in 100%. Weiter geht's hier im Museum. Ein ganz kurzer Blick hier in die Musikgalerie. Schöne Musik ist wahrlich eine Bereicherung. Hier schaltet man die Musik eben frei, wenn man eine Stage zu 100% eingefärbt hat, also restauriert hat. Dann kriegt man die Schallplatte zu der jeweiligen Stage. Und wenn man Bowser besiegt hat, während man alles eingefärbt hat, kriegt man sogar noch eine Special-CD, bei der man eben die Musik von der Weltkarte zum Beispiel bekommt. Oder eine meiner Lieblingsmelodien tatsächlich, Pirandolfs Abgesang. Das ist einfach so eine schöne Musik. Aber ansonsten kennen wir ja alle Tracks und deswegen werde ich die auch hier nicht zeigen. Wollte euch nur sagen, dass man da auch noch eine Special Disc freischalten kann. Gut, und dann sehen wir uns noch zu guter Letzt die Galerie an. Da haben wir uns ja schon einmal einen Blick reingewagt. Wunderschön, ich liebe es, Kunst zu betrachten. Da sind noch ein paar schöne Konzeptzeichnungen für dieses Spiel dabei. Und ja, die gucken wir uns jetzt zu guter Letzt an. Holy was? Das sind viel zu viele. Na gut, Konzeptideen haben wir hier einmal. Das ist eben die erste Stage wahrscheinlich, wo die auch die Ideen präsentieren wollten, dass man eben Sachen einfärben kann. Dann Rotten Level. Ein paar Objekte für ein Level wahrscheinlich. Die Indigo-Grotte. Ideen. Da gab es sogar was draußen mit einem Wasserfall, okay. Erste Mario-Skizzen. Habe ich ja schon mal einen Senf dazu abgegeben zu den Bildern. Ich finde die episch, wo Mario einfach so ein bisschen Farbe verliert. Das sieht einfach so cool aus. Azurbucht. Die Bergregion. Port Prisma. Und Prolog Impression. Das Haus von unseren Helden Mario. Und Luigi. Nicht vergessen. So, weiter geht's mit Seite 2. Der Karmesinturm. Mit dem ersten Bosskampf sogar. Auserwählte Toads. Auch interessante Ideen. Da waren sogar mal nur rote Toads. Die Retter-Toads, die haben starke Veränderungen durchgenommen, das muss man ihnen lassen. Kupfer-Canyon. Ich glaube, das Fossil sollte von Anfang an gar nicht zum Leben erwacht werden. Der Terracotta-Tempel. Items. Wie die Karten, die erhöht werden, das ist auch ein bisschen seltsam, dass von den Karten, die eben im Kampf eingesetzt werden können, nur 2 Upgrades gab. Ich hätte mir eher gedacht, dass es davon irgendwie, also dass man am Ende dann 5 Karten einsetzen kann, aber anscheinend kann man nur 4 einsetzen. Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. Kolosseum mit Streitwagen. Prinzessin Peachs Yacht. Die hat auch einige Veränderungen durchgenommen.
Hotel Ultramarino. Das wohl coolste Level definitiv in diesem Spiel. Es gab aber so viele coole Level, dass man das vielleicht sogar gar nicht mehr sagen kann, dass das das coolste war. Meister Schnuck! Das sollte am Anfang so ein Geist sein. Da unten sieht man so eine Konzeptart, wo zwei Toads in so einen Geist stecken. Der Ganoven-Guy, auch der hat einige starke Änderungen durchnehmen müssen. Schnick-Schnack-Schnuck-Arena, die sollte es in mehreren Ausführungen geben. Das hätte das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen aufgelockert, muss man tatsächlich zugeben. Weil die sind ja dann doch mit der Zeit eher langweilig geworden. Der Fliederpark. Die Sniffit-Show. Sollte die von Anfang an unter Wasser stattfinden? Ja, doch, sieht so aus. Also da oben sieht man ganz frühe Konzeptzeichnungen. Ludwig zur See. Und das Waldgebiet. Mit der großen Münze, cool. Das Toad-Depot. Depot. Depot. So, Toad-Depot, nicht Deport. Schiff des legendären Captains. Zugdesign D555. Holunder-Atoll. Das sieht man auch, wie der Leuchtturm dann die Schatzinsel anleuchtet. Ich glaube, das kam gar nicht im fertigen Spiel vor, oder? Paprikaterie, Inventar. Vorarbeiter und Captain. Ja, das waren auch eine der coolsten Charaktere tatsächlich. Denn das waren noch welche, die eine eigene Seele hatten. Wüste mit Loch. Level Prototyp 1. Das ist ein Level, das nicht vorgekommen ist. Tatsächlich. Schwarze Bowser-Festung Außenansicht. Mit dem Regenbogen-Boulevard. Das hatten die also schon von Anfang an, die Idee. Die kam dann nicht nur gegen Ende. Bowser, schwarzer Bowser-Festung Inventar. Da sieht man auch, wie das ohne die Sättigung aussieht. Schwarzer Bowser-Festung Fabrik. Jetzt kommt das Interessanteste. Bowser. Seht euch mal diese Konzeptzeichnungen an. Das Spiel sollte ja damals sogar ein RPG werden, nur Shigeru Miyamoto hat halt wieder eingegriffen. Also es waren tatsächlich schon, das Kampfsystem war schon drin und es war für den finalen Boss sogar irgendwas mega krasses überlegt, mit dem niemand gerechnet hat. So ist es halt wieder so ein etwas besserer Bosskampf als in Sticker-Star geworden, jetzt aber auch nichts atemberaubendes. Zirkus Lapis Lazuli. Level Prototyp 2, da sieht man auch ein Dorf tatsächlich, das nie existiert hat. Wie gesagt, es sollte halt ein RPG sein. Mit mehreren verschiedenen Dörfern. Ist es leider nicht geworden. Vulkan Siena. Und jetzt wohl eines der interessantesten noch zum Schluss. Fabian. Da sieht man, wie er langsam Gestalten angenommen hat. Sehr schön. Und damit hätten wir tatsächlich alles gesehen. Wirklich alles. Mehr gibt es nicht. Der Part ist auch lang genug. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen, mich würde interessieren, ob bis jetzt überhaupt noch irgendjemand dran geblieben ist. Und sag vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank, dass ihr mich bei diesem Projekt unterstützt habt und was auch immer. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich jetzt nicht direkt deabonniert, jetzt da dieses Projekt vorbei ist, sondern dass ihr bei den nächsten Projekten dabei bleibt. Wir sehen uns, bis dahin, tschö, euer Ultra.